Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier in unserem eigenen Raum angekommen, der Raum von Hype, und haben hier diese kleinen Easter Eggs gefunden. Und der MK Indiana Jones hat mich darauf hingewiesen, dass Speedbusters auch ein Spiel ist. Und daher stammt das halt. Ist die Frage, ist das eher eine Radkappe oder ist das ein Schild? Wahrscheinlich eher eine Radkappe. Klingt zumindest bei Speedbusters so. Ich kenne das Spiel leider nicht. Deswegen kann ich da nicht so viel drüber sagen. Ja, und dann sind wir beim letzten Mal auch gestorben. Und ja, jetzt darf ich hier wieder aus dem Schloss herausgehen, damit wir weiterkommen. Denn wir müssen zurück in die Ära Tuscans des Dritten reisen und dort in die verlorene Stadt zurückkehren. Und dort soll jemand auf uns warten, laut Gustus. Und ich bin ja mal sehr gespannt, wer das ist. Ich meine, er wurde von den Göttern belohnt und zum Wächter der Zeit erkoren. Also der muss ja einige Bekannte haben jetzt. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wer das ist. Aber erst müssen wir hier aus dieser Festung wieder entkommen, ohne irgendwie zu sterben, so wie beim letzten Mal. Und ich sollte dringend meine Rüstung mal reparieren. Wirklich, wirklich dringend. So, du kommst nicht dazu, deinen Pfeil abzufeuern. Sehr gut. Oder soll ich durch die Kanalisation entkommen? Ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, ich gehe wirklich durch die Kanalisation. Das ist zwar ein kleiner Umweg, aber da ist nicht so viel Widerstand, der plötzlich von hinten aus einem Rohr auf uns zukommt. Und den Bogenschützen hier kann ich ja schnell erledigen. So, jawohl. Hey, da wollte halt nicht zuschlagen. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Und ich meine, so ein langer Umweg ist das jetzt auch wieder nicht. Es ist halt hier ein bisschen durch die Rohre latschen und wir müssen ja nicht den Aufzug nehmen oder so. Wir müssen einfach nur da runterspringen und dann den anderen, den Brunnenaufzug hochnehmen. Und den Brunnenaufzug hochzunehmen, das ist ja kein großes Problem. So, die Stadt Torras. Genau, da wollte ich doch hin. So, kletter mal bitte hoch. Und dann gehen wir hier runter. Ja, ist tatsächlich kein großer Umweg. Ich hatte das jetzt länger in Erinnerung. Komme ich da nicht hoch? Doch, ich wollte schon sagen, das wäre es jetzt gewesen. Und der Aufzug ist auch schon direkt da. Wunderbar. Dann gehen wir doch direkt mal nach oben und speichern in der Taverne. Damit ich, falls ich schon wieder sterbe, nicht noch einmal aus der Festung ausbrechen muss. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. So, hier war ja auch kein Soldat. Hallo? Gehst du da bitte raus? Hallo? Du? Dieser blöde Brunnen. Dass der auch ein Dach haben muss. Unglaublich. Damit es nicht reinregnet, oder wie? Warum sollte es nicht in den Brunnen reinregnen? Weil das Grundwasser ist ja so oder so Regenwasser. Okay, es wird dann gefiltert, wenn es durch die Erde runterläuft. Und egal. Die sollen sich nicht so etepetete sein. Die sind schließlich im Mittelalter. Da kann man auch Regenwasser trinken. Aber das könnte eventuell auch ein Schutz dagegen sein, dass irgendwelche Vögel da reinmachen. So, indem sie drüber fliegen und dann Zielschießen machen. Wofür könnte sonst ein Brunnen ein Dach haben? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass ich erstmal gucken möchte, wie viel Gold ich eigentlich habe. 400 Plastiks, ja gut. Ich würde sagen, davon können wir unsere Rüstung auch in der dritten Ära reparieren lassen. Wir kriegen da ja sowieso noch Geld. Aber ich rüste vorsichtshalber schon mal das Schwert aus. Denn hier wird wahrscheinlich wieder jemand sein. Oder sogar zwei. Okay, mit euch halte ich mich nicht auf. Ich gehe direkt. Aua. Nein. Nein, nein. Ah. So viel zu, ich gehe direkt in die Sonnenuhr. Das hat ja prima funktioniert. Ja, ja, bla bla, Spiel beendet. Ich bin schlecht, ich weiß. Darf ich jetzt bitte weiterspielen? Hallo. Geht doch. Nein, jetzt habe ich ein neues Spiel angeklickt. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Zurück zum Hauptmenü. So. Da habe ich gerade gespeichert. Wunderbar, ich wusste doch, dass so etwas passieren würde. Da ist es gut, dass ich gespeichert habe. Und diesmal renne ich sofort zur Sonnenuhr. Direkt an die richtige Stelle. Vorhin habe ich ja ein bisschen gezögert und das hat mich jetzt mein Leben gekostet. Na gut. Oder soll ich die doch erst besiegen? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche es noch einmal, indem ich die Sonnenuhr einfach anschlage und dann in eine andere Ära wechsle. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ob das die richtige Ära war, in die ich wechseln wollte. Schauen wir einfach mal.
Muss ja einfach so ein bisschen ausweichen und dann wechsle ich einfach. Ah. Geht doch. Dann wechsle ich einfach in die Ära. Das war jetzt garantiert nicht die richtige. Ah, das ist die Ära des ganzen Zweiten. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber gut, dann repariere ich eben hier schnell meine Rüstung. Das ist sowieso noch ein bisschen günstiger, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wir schmieden das Beste für die Beste. So, das 50 Plastik, so günstig? Das hatte ich nicht so günstig in Erinnerung. Oh, sehr gut. Ja, wunderbar. Dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, in die Ära Taskans des Dritten zurückzuwechseln. Das war jetzt mit dem Blatt, ja. Da war mein ursprünglicher Instinkt sogar richtig, da reinzugehen. Aber das hat ja nicht so wunderbar geklappt. Aber nun gut. Ich würde ja auch noch irgendwelche Tränke kaufen, aber das hätte ich dann in der Ära Taskans des Vierten machen müssen. Weil alles andere außer lilanen Tränken ist irgendwie ein bisschen sinnlos in diesem Punkt des Spiels. Aber nun gut. Auf zur verlorenen Stadt. Yay. Da kann ich doch gleich mal wieder meine Schuhe ausrüsten. Die benutze ich viel zu selten. Nein, nicht das Abzeichen. Genau, die Laufstiefel. So. Ja. Hier hat sich nicht viel getan, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Die Skelette liegen immer noch da. Und ich werde einfach an ihnen vorbeirennen. Jetzt muss ich hier nur den Baumstämmen ausweichen. Hm, nicht so. Aufpassen, dass mir nicht wieder einer auf den Kopf fällt. Und die verlorene Stadt. Ach, die Geister schon wieder. Ah, ich hasse diese Viecher. Na, stehst du immer noch Wache? Das ist sehr gut. Mach weiter so. Ach nö, ich muss das Rätsel nochmal machen. Wie war das denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Erstmal die Stiefel ausrüsten, wegrüsten. Ach so, das war einfach. Okay, dann müsste hier das Blatt hin, vermute ich. Also ich vermute, dass ich jetzt einfach das einstellen muss, was auf dem Stein in der Mitte ist. Das ist leider schon zu lange her, dass ich das Rätsel gelöst habe. Da ist der Frosch, das ist in Ordnung. Ja, da ist der Pfeil. Okay, das ist tatsächlich das. Dann brauchen wir hier diesen Schmetterling oder die Motte. Was auch immer von beiden das ist. Ja, eine Tatze. Ach nö, muss ich so weit drehen. Toll. Könnte ich nicht so einen Links-Rechts-Knopf einbauen? Das würde es um einiges erleichtern. Vor allem, wenn man zu weit drückt. Das soll ja mal vorkommen. Die Tatze. Aha, aha, aha. Ach komm, ich habe das doch schon einmal gelöst. Warum muss ich das nochmal machen? Besonders anspruchsvoll ist das ja nicht. So, und da war das Blatt, ne? Das Kleeblatt, jawohl. Leider nur ein dreiblättriges. Und danach muss ich dann noch wieder diese Fackeln an ausmachen, oder? Oh. No. Oh. Na gut. Dann machen wir das mal eben. Das sollte auch kein Problem sein, hoffe ich. Hopp. Und hopp. Ah, wo bin ich denn da drauf gestanden? Das könnte doch ein Problem werden. Hä? Ach komm schon, Hype. Bleib doch da drauf, wenn ich springe. Nee, das werde ich nicht mehr schaffen, oder? Hm. Hüpf. Hüpf. Komm, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Ah, ich habe es doch geschafft. Ich dachte, die Zeit wäre abgelaufen. Ja, sehr gut. Dann springen wir mal rein. Ich frage mich, was passiert, wenn ich das nicht schaffe. Gehen die Fackeln dann wieder alle an? Oder muss ich alle Ringe nochmal komplett rumdrehen? Oder einen komplett rumdrehen? Hm. Wie war das? War das eine Falle? Speichern. Speichern ist immer eine gute Idee. So. Doch, ich möchte es einmal ersetzen, bitte. Dankeschön. Das war auch eine Falle, oder? Das war so klar. So. Hier kommen doch wieder Begeister, oder? Nein? Auch gut. Ich lasse meine Waffe trotzdem. Doch, ich wusste es doch. Ich wusste es, dass ihr hier kommt. Blödes Mistvieh. So. Dann probieren wir das nochmal aus. Langsame Sprünge. Dumm, die dumm, die dumm. Haben wir alles auch schon mal gesehen in irgendeinem der früheren Folgen. Einer der früheren Folgen heißt es natürlich. Aber egal. So, und hier ist jetzt was sehr Gemeines. Wir sehen hier diese Beile. Und wow, was kommt denn da runter? Ich habe früher den Eisdrachenzauber nie gefunden. Das liegt daran, dass der da drin versteckt ist. Wie soll man da bitte drauf kommen?
Also das musste ich wirklich nachgucken, wo dieser Zauber ist, denn den habe ich selber nicht gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass wenn ich hierhin nochmal zurückkomme, nachdem ich hier schon mal war, ich dann da in diesen Ritzen gucken muss. Ganz ehrlich nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt Meister der Magie, Magier, Glacier, Drachen. Sehr gut, dann fehlt nur noch ein Zauber, und zwar der Feuerdrachenzauber. Und bei dem weiß ich sehr gut, wo der ist. Da hätte ich auch nicht nachgucken müssen. Hey, so, die Kiste ist wieder zu. Oder war da wieder ein Kraut drin, das wir nicht mitnehmen konnten? Ein lila Trank! Oh, sehr geil. Ich glaube, ich rüste auch mal die Eisdrachenmagie aus und zeige die euch einmal. So, das macht nämlich das hier. Bäm. Zwar nur ein Drache, nicht so zwei wie bei der Elektromagie, aber trotzdem ziemlich cool. Und das sieht böse aus. Ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen an diese Felder. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Gehen wir mal hier rein. Ah, okay. Ich habe es verkackt. Ja, ja. Ich weiß, was ich tun muss. Ich muss alle Felder ausfüllen. Das ist klar. Das ist ein einfacheres Rätsel. Ich hatte jetzt irgendwas Schlimmes erwartet. Notai. Aus Rot und Gelb hergestellt, symbolisiert Orange das Gleichgewicht des Geistes. Dies ist auch die Farbe der göttlichen Liebe. Aus Gelb und Blau gemischt ist Grün die Farbe des Trostes und der Hoffnung. Sie symbolisiert auch das erwachende Leben. Aus Rot und Blau gemischt symbolisiert Violett die Klarheit. Violett ist auch die Farbe der übergelegten Handlungen und des Gleichgewichts zwischen Liebe und Weisheit. Okay. Muss ich dann doch irgendwas mit den Farben machen? Ich dachte, ich müsste nur ausfüllen. Ah. Okay. Jetzt haben wir da zweimal Orange. Und das Ding ist grün geworden. Moment, ich muss noch mal kurz lesen. Also aus Rot und Gelb kommt Orange, das Gleichgewicht des Geistes und der göttlichen Liebe. Gelb und Blau gibt Grün, Trost und Hoffnung und erwachendes Leben. Rot und Blau bringt Violett. Müssen wir einfach das... Ach, warte mal, der war gerade Orange da vorne, der, oder? Moment, wenn ich jetzt hier raufgehe, dann wird hier wieder zurück. Und dann ist der Orange, okay. Das heißt, wir müssen vermutlich das in der Reihenfolge einfärben, wie der Ball die Farbe einnimmt. Also erstmal Orange. Genau, jetzt wird er grün. Ich glaube, ich habe es jetzt schon versagt. Ja, ich habe versagt. Ich muss nochmal zurück, denn ich werde auf jeden Fall danach noch eine Farbe machen müssen. Ich wäre nicht mehr drüben dran gekommen. Machen das mal folgendermaßen. Wir gehen erstmal auf Gelb und um nach Rot zu kommen, gehe ich hier einmal komplett rum. So, genau. Dann ist das nächste grün. Ich habe das schon wieder versagt, oder? Warte mal, kann ich auf der Farbe zurückgehen, wenn ich die einmal gemacht habe? Ich glaube nicht, oder? Nee, war klar. Okay. Ist doch nicht so leicht, das Rätsel. Aber ziemlich cool, dass wir mal wieder so ein vernünftiges Rätsel haben, wo man noch ein bisschen nachdenken muss. Also erstmal Orange. Wie machen wir das am sinnvollsten? Insgesamt können wir hier nur von vier Feldern losgehen. Also dürfte es auch nur drei... Ja, vermutlich gibt es nur drei Kombinationen, die wir machen müssen. Wir müssen Blau und Rot, Blau und Gelb. Müssen wir uns irgendwie offen halten? Wie wäre es denn damit, wenn ich hier starte? Dann einmal hier komplett herumgehe. Und dann muss ich überlegen, dann... Ja, 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 das könnte funktionieren. Gehe ich hier hin und gehe erstmal auf Rot. Damit haben wir Orange. So, den Weg für Grün habe ich mir damit jetzt offen gehalten. So. Genau, und jetzt müsste ich noch Lila machen. Und das müsste es dann eigentlich gewesen sein, oder? Das ist ja jetzt kein Problem mehr. Jawohl. Und was ist das? Ich bin der Gott Drarek. Nein, die Götter können sich nicht in die Belange der Menschen einmischen. Aber ich bin hier, um eine Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. Gustus hat dir erklärt, was Barnak tun will. Es könnte ihm gelingen, dank eines Juwels, das er aus unserem Reich hierher gebracht hat. Ich bin hier, um dir das gleiche Juwel zu geben.
so kannst du Barnak mit gleichen Waffen gegenübertreten. Damit dies Juwel seine volle Kraft entfaltet, musst du es in deiner Epoche am Himmel aufladen. Hier ist es. Ah, es gibt also noch ein viertes Juwel. Das wusste ich auch nicht mehr. Aber gut. Dann können wir Zartila noch einen Besuch abstatten. Sehr gut. Du besitzt jetzt das Juwel der Götter. Nein, andersrum. Jetzt besitzt du das Juwel. Egal, der Sinn ist derselbe. Ein großer Gott, also ein großer Playmobil-Gott. Sehr interessant. Barnak wird seine Herrschaft bis in alle Ewigkeit ausdehnen, wenn es ihm gelingt, die Sonnenuhr in dem Augenblick zu berühren, wenn sie keine Stunde zeigt. Es steht eine Sonnenfinsternis bevor und die will Barnak ausnutzen. Du musst ihn schlagen und die Sonnenuhr zerstören, bevor die Sonnenfinsternis beginnt. Aber das ist noch nicht alles. Hör mir gut zu. Du hast dein Schicksal selbst bestimmt. Es ist das Schicksal eines Befreiers. Aber du hast deine Legende ausgelöscht. Jetzt musst du deinem Volk beweisen, wer du bist, indem du die vier Standarten, die Thoras über die Epochen hinweg gehabt hat, auf der Spitze des Schwarzen Turms vereinigst. Ich habe genug gesprochen. Vergiss nicht, das Juwel in deiner Zeit aufzuladen und die Standarten aller Könige zu vereinen. Okay, warum zum Teufel muss ich die Standarten aller Völker vereinen, also aller Könige vereinen? Ich meine, gut, damit mich die Leute erkennen, aber wozu sollen sie mich denn erkennen? Ich meine, meine Verlobte hat mich schon erkannt und der König auch und Hauptsache der Schwarze Ritter ist geschlagen, oder? Sehr seltsam. Aber nun gut, das verlangt das Spiel halt von uns und das macht es auch noch ein bisschen länger. Und ich renne jetzt hier einfach durch. YOLO! Yay! So, ja, ihr könnt mir auch mal gestohlen bleiben. Ihr habt schon YOLO gemacht, deswegen seid ihr jetzt Skelette. Und wir wollen einfach nur zurück hierhin. Und dann wollen wir mal, ja, die ganzen Epochen wieder abklappern, um uns die Standarten der Könige zu holen. Wie auch immer wir daran kommen sollen. Mal schauen. Aber zumindest ist es so schön, dass wir die ganzen Epochen nochmal besuchen dürfen. Oder müssen, hä? Das ist auch ganz cool. Aber nun gut, dann machen wir das am besten. Hast du uns noch was zu sagen? Du standst gerade noch nicht da. Du bist zurück. Ich bin... Du suchst die Standarte der Festung? Vielleicht haben die Männer vom Park der Tapferen sie. Und seit du uns verlassen hast, hatten wir Zeit genug, unseren Geheimgang fertigzustellen, der dorthin führt. Aber sei vorsichtig, die Armee des Parks ist jetzt sehr aggressiv. Hi. Vergiss, was ich dir gesagt habe, ehe du weggingst. Ich hatte dazu nicht das Recht. Ich weiß, dass du eine Verlobte in deiner Epoche hast. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke schön. Und keine Sorge, ist schon in Ordnung. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir die Standarte hier in dieser Epoche finden können. Und der Geheimgang dürfte der Ort sein, wo wir die Räuber damals getroffen haben. Und zwar bei diesem großen Baum links davon. Hoffe ich zumindest, dass das der Geheimgang ist. Müsste eigentlich sein. Aber ich glaube, die Standarte werde ich mir noch nicht holen. Wobei... ach komm, wir holen sie uns als erstes. Ich wollte jetzt eigentlich auch wieder chronologisch vorgehen von 1 bis 4. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das direkt so machen. Na, dich kennen wir doch auch noch irgendwo her. Ah, Hype, ich... Du suchst auch die Standarte? Damit in deiner Epoche das Volk endlich geeinigt ist? Sie ist gewiss im Park der Tapferen. Geh nur hin, du brauchst sie mehr als wir. Folge dem Geheimgang. Die Räuber haben ihn vor kurzem fertiggestellt. Nolin hat ihn mir gezeigt.
Ich bleibe hier, um den Männern aus dem Park den Weg zu versperren. Viel Glück. Okay, meint sie mit das Volk einigen, dass wir den Bürgerkrieg beenden und die Leute sich nicht mehr gegenseitig auf die Mütze geben? Denn eigentlich haben wir den Bürgerkrieg noch kurz vor dem Intro des Spiels beendet. Und wegen unserer Tapferkeit haben wir das Schwert des Friedens bekommen. Und danach hat der Schwarze Ritter es angegriffen. Wie auch immer, egal. Wir holen uns einfach die Standarten und vereinen damit unser Volk. Und dann sind alle glücklich und wir haben ein Happy End. Das ist doch schön, oder? Ja. So, der Park der Tapferen. Ära Taskans des Dritten. Ja, das kommt doch irgendwie bekannt vor, diese Höhle. Nur die Fledermäuse sind neu, ja. Aber was es mit diesen Fledermäusen auf sich hat und was wir jenseits dieser Steinpfeiler entdecken, das werden wir in der nächsten Folge von Hype the Time Quest erfahren. Also bis dahin, macht's gut!